Walk. 28 Counts, 4 Seiten, kein Rücken und keine Restarts. Die Schritte. In der Tanzbeschreibung steht Heel Touches. Ist ein bisschen irreführend, ich hätte es eher vielleicht Heel Close genannt. Und wir fangen mit 4 Heels an, das heißt mit rechts beginnen wir. Hacke, heransetzen, Hacke, heransetzen und das Ganze noch einmal, das heißt rechts, ransetzen und links, ransetzen. Wobei wirklich immer das Gewicht auf das Bein, was herangesetzt wird, herübergeht. Das heißt, unser letzter war ja links ransetzen, das heißt, das Gewicht ist auf links, ganz wichtig. Mit rechts geht es weiter und zwar Double Heel Touch. Diesmal stimmt der Name, denn wir machen zweimal Hacke vor und zweimal Touch nach hinten. Alles mit dem rechten Bein. Ganz wichtig, bleibt mit eurem Gewicht und eurem Schwerpunkt in der Mitte und auf dem linken Bein. Das heißt Hacke, Hacke und Touch, Touch, das heißt zweimal die Fußspitze. Wer ein bisschen Probleme hat mit seinem Gleichgewicht, ganz wichtig, macht die Schritte nicht so groß, sondern macht den Hacken relativ dicht unter eurem Schwerpunkt und auch den Toe oder Touch relativ dicht an eurem Hacken heran. Dann geht es immer noch weiter mit dem rechten Bein, und zwar diesmal wieder Heel Touch einzeln. Das heißt, einmal vor die Hacke, einmal die Fußspitze hinten, und zwar links, also rechts neben eurem linken Hacken. Und immer noch mit rechts, jetzt zweimal Step Turn. Und zwar über die linke Schulter geht es jeweils. Rechts einen kleinen Schritt vorwärts, ja, damit ihr eine gute Gewichtsverteilung habt. Und jetzt auf beiden Ballen über die linke Schulter eine Halbdrehung. Und das Gewicht ist am Ende auf dem linken Bein. Das gleiche noch einmal mit rechts, also auch wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Und jetzt mit beiden Ballen, Gewicht am Ende fest auf dem linken Fuß. Rechts macht wieder einzeln Heel Touch, das heißt Hacke und Fußspitze. Jetzt geht es mit dem rechten Fuß weiter. Und zwar wollen wir jetzt eine Vierteldrehung über die rechte Schulter machen, während der rechte Fuß nach vorne sitzt. Ich empfehle dabei, anders geht es auch gar nicht, wenn man zumindest kniefreundlich das Ganze tanzen möchte, dass die Fußspitze vom rechten Fuß sich auch natürlich nach Viertel dreht, weil dann kriege ich meine Vierteldrehung hin. Dann einen Touch, so steht es in der Tanzbeschreibung. Es ist die Fußspitze von links, links auftippen. Man könnte also alternativ auch Point dazu sagen. Das heißt, ich tippe nur die Fußspitze auf und habe das Gewicht immer noch auf meinem rechten Fuß und stehe möglichst mittig. Mit dem linken geht es über den rechten Cross, packe das Gewicht darauf, auf den linken, und mache jetzt mit dem rechten einen Touch oder einen Point daneben. Das heißt, die rechte Fußspitze geht nach rechts, das Gewicht ist immer noch auf links. Und ganz zum Schluss eine Jazzbox, rechts über links, Cross, Back, Seit und ran, Stomp. Ja, wer auch hier das Problem hat, wo ist denn jetzt gerade mein Gewicht, macht bei der Jazzbox einfach einen kleinen Trick. Cross, Back, Seit und einen ganz kleinen Schritt nach vorne. Damit löst sich meistens der hintere rechte Hacken und ihr wisst ganz genau, dass ihr mit dem rechten wieder von vorne starten könnt. Das Ganze einmal mit Zählung. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ganze einmal mit Musik. Fünf, sechs,
Jesus.